Boah, das lese ich jetzt aber nicht alles, oder? Na, das wissen wir ja auch schon alles, ne? Monday visited Fairfax Residence as part of investigation. Ja, okay, das ist einfach nur der Bericht, was wir in den Tagen gemacht haben. Da waren wir ja bei. Oh Mann, ich habe nie genug Zeit, mir das durchzulesen. Was soll denn das? Ah, die mögen sich jetzt schon viel lieber. Das finde ich schön. Observieren wir das hier jetzt und hoffen, dass da jemand vorbeikommt? Wahrscheinlich, ne? Darf ich den Kaffee? Voll nett, dass du mir ihn mitgebracht hast. Ist ja auch mit Milch und Zucker, so wie ich ihn mag. Ich hoffe es. Oh, es ist schon ein bisschen später, glaube ich, ne? Ja. Okay, das Militär hat irgendwas vor. Aber das muss nicht unbedingt jetzt auffällig sein, glaube ich. Die haben da ja auch ihre Basis da hinten. Was war das denn? Ich glaube, das war der Typ, der zum Bürgermeister gewählt werden will. Oder? Oh, wir fahren hinterher. Okay. Machen wir das. Oh, die Sonne, das ist echt schön. Oh, da hat sich irgendwas geändert gerade. Wow. Hi. Wer ist er denn? Den kennen wir noch nicht. Hä? Der will uns nicht reinlassen. Ich glaube, das Observatorium wurde jetzt gekauft von jemandem. Und die lassen uns nicht mehr rein. Oh, so ein Bison. Süß. Hast du mir das jetzt gekauft? Nee, oder? Was hast du damit vor? Hä? Oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein, jetzt hat sie es rausgefunden. Aber wenigstens haben wir einen Plüschbison. Also war der Tag nicht ganz umsonst. Wir sind irgendwo im FBI-Gebäude, oder? Mal wieder hier in den unteren Stockwerken. Wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu ihr. Tja. Die ist bestimmt nicht mehr da. Oder lässt uns nicht rein. Dass die hier ihre Arbeit machen muss, ey, das finde ich richtig fies. Maria,
Es tut mir leid. Hallo? Bist du noch da? Oh, abgeschlossen. Oder? Aha. Huh. Was geht jetzt wieder ab? Sind wir schon wieder? Haben wir irgendwelche Halluzinationen oder so? Oder ist das schon wieder ein Traum? Ja, hallo, danke, danke, Mister, ich hab das vergessen, aber hallo. Ja, danke, danke. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Okay. Oh, die Tür, die verschlossen war. Okay, was ist... Und der das Bison wieder. Und der Vogel. Ja, ich weiß auch nicht, du. Die Kette. Freitag. Oh, wir sitzen alleine hier diesmal. Na toll. Oh, das Stoffbison. Ey, das ist so süß. Ich finde das so süß, dass sie uns das geschenkt hat. Oh, der Schlüssel. Ja, was hast du jetzt mit dem vor? Das ist das Taxi, das uns, glaube ich, am ersten Tag zur Arbeit gefahren hat. Heißt das jetzt, wir fahren gerade zurück? Weil wir nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten? Vielleicht fährt sie jetzt auch und sucht nach der Kette. Kann ja sein. Okay. Auf jeden Fall drehen wir nochmal um. Ich glaube, sie sucht echt jetzt nach der Kette. Die scheint ja auch ein Schlüsselstück zu sein in diesem Fall. Irgendwie. Ein Blümchen. Na, sollen wir das wieder ausreißen? Oh. Vielleicht sehen wir die ja später in unserer Wohnung wieder. Die Blumen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. So. Sonst ist hier... Da ist noch eine Blume. Vielleicht hätten wir die auch mitnehmen können. Mist. Kommen wir da nochmal hoch? Mist! Aber da kommen wir rüber, oder? Nee. Ich glaube, die Blume hätten wir mitnehmen können, aber ich habe das zu spät gesehen. Das ist wahrscheinlich nur wichtig, wenn man die Trophäen sammelt. Was ich jetzt offensichtlich schon verkackt habe. Okay, wir gehen mal zur Höhle. Ich glaube ja, dass da irgendwo ein Gang ist, der auf die andere Seite führt. Vielleicht bei diesen komischen Vogelkäfigen. Die ich auch noch nicht so ganz verstehe. Haben die illegalen Vogelhandel betrieben oder... Können wir da nicht durch? Echt nicht? Auch nicht so bücken und einfach drunter durchlaufen? Nein? Na gut. Oh, der Baum. Ah, okay, wir können über den Baum da rein. Nicht? Doch, können wir bestimmt. Hallo? Hallo? Na, hoffentlich kommen wir auch wieder zurück. Hauptsache, das Ding fällt gleich nicht vorne über und wir mit. Ja.
Oh. Ha. Interessant. Ja. Oh, nicht so gut. Okay, es scheint uns noch halbwegs so ganz gut zu gehen, ne? Da wollten wir eh rein. Okay, wir kommen bestimmt gleich bei der. Oh nee. Was jetzt schon wieder? Was? Wir kommen gleich bestimmt bei der Militärbasis raus, wollte ich eigentlich sagen. Was hat sie denn immer, dass sie irgendwelche Sachen sieht? Genau, Gewalt. Hat sogar geklappt. So. Da sehe ich schon diesen Wasserturm. Ist das? Das ist bestimmt der Wasserturm, oder den der Junge da gemalt und fotografiert hat. Sonst sehe ich hier aber leider gar nichts. Hier kommen wir doch gar nicht weiter, oder? Ist da bei dem Felsen vielleicht irgendwas? Ach, die Kette. Vielleicht verzeiht sie uns, wenn wir ihr die zurückgeben. Wir warten wahrscheinlich gerade darauf, dass sie kommt, schätze ich mal. Oh, das ist der Musiker. Oh, ich glaube, es ist schon spät oder früh. Je nachdem. Wir sind hier irgendwie die Letzten. Wir denn jetzt? Im Aufzug oder so? Ja. Okay. Wir wissen jetzt nicht, ob sie gekommen ist oder nicht, aber ich schätze mal nein. Wo sind wir denn jetzt? Warum ist die Musik so dramatisch? Ist das ein Hotel? Ja, sieht so aus. Achtung, hier wurde gewischt, ja. Ah, Ortega. Ach nee, es ist kein Hotel, es ist einfach eine Wohnanlage. Ja gut. Maria. Oh, hier wohnt Judith. Ach so. Wir gehen zu Judith. Aha. Ja, das wäre auch zu einfach, oder? Nochmal versuchen. Keiner da. Willst du das aufbrechen oder was? Ja. Gut, dass wir das Ding noch haben. Okay. Judith, das ist doch die Küche, die wir kennen, oder? Ja. Hä? Klar. Ist Judith denn mal Maria? Der war letztes Mal noch nicht hier, oder? Oder habe ich den noch nicht gesehen? Vielleicht kommen wir jetzt durch die verschlossene Tür. Hier ist auf jeden Fall keiner. Ha.
Versuchen wir es mal. Was ist das? Okay. Das ist auf jeden Fall ein Chemielabor. Irgendwelche Abhörgeräte vielleicht? Kristalle? Kristalle? So wie für die Kristallzucht? Ich würde sagen, das ist ein Hobbyzimmer oder so. Obwohl das hier sieht schon eigenartig aus. So nach Abhören und... was ist das denn? Irgendwelche Experimente? Aber der Stuhl sieht voll chillig aus, so wie ein Hobbyzimmer halt. Hä? Eine Shisha? Okay. Da züchtet sie irgendwelche Pilze. Hier so ein riesiges Karteisystem. Voll verrückt. Was macht die denn alles? Vor allem das hier. Irgendwelche Gehirnströme oder so, die sie hier misst. Und wer ist das da? Verrückt. Ah, da ist eine Akte. Ach so, wir gucken ihn an. Den kennen wir doch, oder? Den nehmen wir jetzt alle mit. Das merkt bestimmt keiner. Ganz nach oben, in die Chefetage. Oder was? Ah ja. Ah, okay, wir sitzen hier und warten, glaube ich, gerade auf unseren Termin. Na, was guckst du mich so böse an, bitte? Okay, wir haben die Kette. Man weiß nicht so genau, was gerade passiert ist in der Zwischenzeit. Wahrscheinlich haben wir unserem Chef die neuesten Erkenntnisse übermittelt. Fahren wir denn jetzt zurück zu Maria? Also nach, wie heißt denn nochmal das Städtchen da? Das ist voll verwirrend. Oh. Ich glaube, das ist der Wasserturm. Oder? Hier haben die... Haben die hier ihr Bier getrunken? Kann das sein? Der Vogel! Nee, doch, eine Feder. Der Junge hat auch eine Feder gemalt in seinem Buch. Ja, genau, hier sah... Ach, da ist sie ja. Ja, hier haben die ihr Bier auch letztes Mal getrunken. Hey, Maria. Sei nicht böse.
Okay. Oha. Okay. Das reicht ihr nicht, oder was? Wieso hat sie den Umschlag jetzt, der bei uns zu Hause lag? Wo ist sie jetzt? Hä? War sie auch bei uns zu Hause? Da. Was zum Teufel? Wie jetzt? Oh Mann, ja, irgendwer klingelt. Klingelt Sturm. Jo, chill. Wie spät ist es? 7.50 Uhr. Da ist der Schlüssel wieder. Dieser Schlüssel. Oh, die Feder. Wer nervt denn bitte um 8 Uhr morgens? Ach, hier, guckt mal. Die Pflanze, habe ich ja gesagt. Und das Bison. Boah, Junge, chill. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier die ganze Zeit Trophäen bekomme.